Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen an alle Interessierte. Heute geht es um die Fragestellung, die als Kritik natürlich im Raume steht. Der Gesandte, Friede und Segen sei mit ihm, Muhammad, sei keine historische Person, sondern fiktiv. Das ist interessanterweise ein recht neues Argument. Bereits in der frühchristlichen Zeit, als es zu einer polemischen Reaktion auf in Anführungsstrichen siegreiche muslimische Gebietsübernahmen kam, wurde das Argument vorgebracht, dass Muhammad, von dem die Muslime sagen, er sei Gesandter, ein falscher Prophet sei, dass er ein Verführer sei, dass er alles Mögliche sei. Aber interessanterweise wurde bis zur Neuzeit, das heißt bis ungefähr zum 18. Jahrhundert, meines Wissens nach nirgendwo behauptet, er sei fiktiv gewesen. Man ging also immer davon aus, dass diese Person da sei. Insbesondere, weil es zeitgenössische Quellen gibt, die auf ihn Bezug nehmen. Dazu möchte ich zwei Quellen nennen. Die erste Quellenart sind byzantinische Quellen. Naturgemäß war das Byzantinische Reich an der Grenze der islamischen Gebietssphäre. Und dementsprechend war hier auch die erste Auseinandersetzung. Muslime haben schon sehr früh mit dem Byzantinischen Reich Kontakt aufgenommen, bereits zur Prophetenzeit. Und abgesehen von kriegerischen Auseinandersetzungen gab es auch immer Phasen von diplomatischem Austausch. Byzantinische Historiker waren durchaus im Bilde über sehr, sehr viele muslimische Besonderheiten, Texte, Personen, die eine wichtige Rolle spielten. Wir haben sehr, sehr viele Hinweise auf den Propheten und auf frühe Gefährten aus byzantinischen Quellen heraus. Und hier bildet sich ein ausreichendes Bild ab. Das heißt, wenn wir einmal jetzt betrachten, wie viele historische Persönlichkeiten gibt es denn aus dieser Zeit, also aus der Zeit des 6., 7. Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung oder davor, die überhaupt in dieser Art und Weise von externen Quellen her bestätigt werden, da finden wir nur sehr wenige. Denn es sei gesagt, die meisten historischen Persönlichkeiten werden nur aus den eigenen, modern gesprochen, Communities, Gemeinschaften heraus erwähnt. Dennoch gilt ihre Existenz als gesichert. Bei der Person des Propheten Mohammed ist es so, dass diese Person, Mohammed, der Sohn des Abdullah, wenn wir es einmal so betrachten, sehr wohl von byzantinisch-griechischen Quellen, als auch von aramäischen Quellen, als auch zum Teil von fränkischen Quellen bestätigt wird. Das heißt, auch zum Beispiel fränkische Pilger, die nach Jerusalem gepilgert sind, erwähnen den Propheten als eine Person, die vor 20, 30 Jahren und so weiter gelebt habe. Das heißt, offensichtlich ist das bei all diesen zeitgenössischen Quellen Konsens gewesen, dass hier eine Person gelebt habe, die behauptet habe, Prophet zu sein oder von der gesagt wurde, sie sei ein Prophet gewesen, diese Aussage wird natürlich dann in Zweifel gezogen von den christlichen Quellen, aber an der Persönlichkeit selber besteht bis zur Neuzeit kein Zweifel. Interessanterweise kommt diese Frage, dass der Gesandte eben fiktiv sei, erst in der modernen Neuzeit auf und muss eigentlich verortet werden in eine bestimmte neue Kritik der orientalistischen Literatur, in der grundsätzlich, und das gilt ja auch für eine Kritik an Personen, die aus dem europäisch-christlich-westlichen Kontext heraus tätig waren, dass bestimmte historische Persönlichkeiten höchstwahrscheinlich gar nicht bestanden haben. Und dies aufgrund dessen, dass einfach nicht genug authentisches Material aus zeitgenössischen eigenen Quellen vorhanden sei. Das ist durchaus richtig in vielen Fällen des christlichen Abendlandes, weil durch verschiedene Kriege und durch verschiedene Umwälzungen sehr, sehr viele Texte verloren gegangen sind, bis dahin, dass wir etwa aus dem deutschsprachigen Bereich von kirchlichen Texten abgesehen, wenn wir etwa Annalen, Chroniken meinen, dass die meisten dieser Chroniken nur in späteren Kopien existieren. Dass also Originalschriften in dem Sinne oftmals gar nicht bestehen. Das ist jetzt hier in diesem Falle nicht so. Die Quellen, die etwa aus der byzantinischen Sphäre über den Propheten sprechen, natürlich nicht als Prophet, sondern als die Person Mohammed, sind zeitgemäß, zeitgenössisch oder liegen wenige Jahrzehnte später.
Und hier sind wir bereits in einer Spanne, wo wir sagen können, hier sind zeitgenössische oder quasi zeitgenössische Quellen, die ausreichend belegen, hier war eine Person, die gewirkt hat, die Spuren hinterlassen hat und die eindeutig so und so hieß oder so und so war. Alle Quellen stimmen darüber überein, wo diese Person gelebt hat, was diese Person prinzipiell gemacht hat. Es gibt Kenntnisse, die noch aus der Zeit des Kaisers Herakleios stammen. Es gibt sehr viele Evidenz von nachfolgenden Kaisern, die sich ausreichend auf die Frühzeit beziehen. Die Frühzeit des Islam meine ich jetzt. Insofern ist dieses Argument nicht griffig. Von einer fiktiven Person Mohammed geht heute niemand in der ernstzunehmenden wissenschaftlichen Kritik mehr aus. Wo das durchaus vorkommt, ist im evangelikalen Bereich und im, sagen wir mal, verkündenden christlichen Bereich, wo es bestimmte Kreise gibt, nicht alle natürlich, aber wo es bestimmte Kreise gibt, die prinzipiell alles aus der islamischen Frühzeit in Zweifel ziehen. Die bewegen sich allerdings hier nicht auf einem wissenschaftlich kritischen Umfeld als Grundlage, sondern auf einer Grundlage von Wünschen. Dennoch taucht dieses Argument auch verstärkt in Kreisen auf, die sich grundsätzlich als islamfeindlich gerieren. Das hat aber mit Wissenschaftlichkeit nichts zu tun. Das bedeutet, wer heute davon ausgeht, dass die Person des Mohammed, des Sohnes des Abdullah, nicht historisch sei, hat keine guten wissenschaftlichen, sachlichen Grundlagen. Damit möchte ich mich auch an dieser Stelle begnügen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.